Das Gerhard-Hauptmann-Gymnasium in Wismar wird saniert und bekommt einen Anbau. Jahrelang war darüber diskutiert worden, entweder ganz aufgeben und komplett neu bauen, sanieren und wenn ja, wie genau? Jetzt hat der Kreistag eine Entscheidung gefällt. Der alte historische Standort in der Dahlmannstraße bleibt erhalten, wird modernisiert und mit einem dreigeschossigen Neubau erweitert. Das ist ein Konzept, was ich außerordentlich begrüße. Das zeigt einmal mehr, dass diese Diskussion wirklich echt was gebracht hat. Denn es war vorher ein zweistöckiger Anbau am Ursprungsstandort, also am jetzigen Standort des GHGs vorgesehen. Jetzt ist es ein dreistöckiger Anbau. Die Schule benötigt auch etwas mehr Raumkapazität. Dem ist Rechnung getragen worden. Insofern ist es ein gutes Ergebnis. Nachdem der Landkreis Träger des Gymnasiums ist, übernimmt er auch die gesamten Kosten für die Baumaßnahmen. Immerhin mehr als 16 Millionen Euro. Wann der Bau tatsächlich beginnen kann, steht noch nicht fest. Der Kreis befasst sich jetzt mit der feinen Abstimmung und der Beantragung von Fördergeldern. Auch im Gymnasium selbst ist die Freude groß, dass nach so vielen Jahren endlich eine Entscheidung getroffen wurde. Also wir sind sehr froh und glücklich darüber, dass der Kreistag sich jetzt entschieden hat, dass alle Ausschüsse zum gleichen Ergebnis gekommen sind, bis auf wenige Gegenstimmen, dass wir hier in unseren alten Mauern saniert werden und einen schönen großen Anbau bekommen, dass wir also uns ausbreiten können, dass wir endlich ein bisschen Lebensqualität im Schulalltag dazu bekommen. Lehrer und Schüler haben unzählige Ideen, die sie gerne einbringen würden, auch wenn sie selbst das neue Schulgebäude gar nicht mehr erleben werden. Vielleicht so 5 Jahre, 6 Jahre. Ich denke auf jeden Fall viel mehr mit technischen Geräten, weil dadurch, dass wir hier in einer älteren Schule sind, haben wir nicht so viele technische Geräte. Ich glaube, das liegt vielen am Herzen. Jetzt würden wir ganz gern, wenn dann so die Architekten auf die Idee kommen, den Neubau zu gestalten, dann würden wir ganz gern mit dabei sein und unsere vielen Ideen mit einbringen. Für die mehr als 500 Schüler und das Lehrerkollegium werden Sanierung und Neubau zu gegebener Zeit dann einiges an Umstellung bedeuten. Sie werden aller Voraussicht nach in die Containerschule an der Erich-Weinert-Straße umziehen müssen. Die wird aktuell schon für den Umbau der Goetheschule genutzt.